Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir haben gerade die Fruchtfolge für ein Feld festgelegt. Zwar vermutlich mal für Feld 60, denke ich mal. Dazu nochmal ganz kurz reinspringen in die Fahrzeuge. Gleich einstellen. Und zwar. Gibt's ja gar nicht mehr vergessen. Mais. Also wird's verrückt. Nee, Raps. Nee, war Wahnsinn. Es war Raps. Gut. Aber wir müssen ein bisschen warten, bis es aufhört. Regen. So, jetzt haben wir Fahrzeuge hingestellt. Mal schauen. Ja, jetzt können wir nur warten und können wir noch machen. Wir werden jetzt Bäume fällen. Jetzt fahren wir den mal zurück. Kaufen wir gleich ein paar wieder. Immer haben wir auch Kosten. Ob der sich auch gut im Schnee fahren lässt. Naja. Aber wir werden mal versuchen, hier lang zu fahren. Und wenn es nicht so geht, geht bescheiden. Lassen wir es sein. Aber wir werden trotzdem Bäume fällen. Der hat ja Kettenradantrieb. Da haben wir doch. Man sieht auch, das ist ein Original-Mod. Das heißt, da wo der steht, liegt kein Schnee. Und kommt auch noch hinzu. Alle Fahrzeuge updaten. Aber so schlimm ist das auch nicht. So, mal starten haben wir. Wir haben schon gestartet. Das geht. Bäume fällen ist kein Problem. Gut, Pflanzen im Winter ist auch nicht so optimal, ne? Gefrorener Boden. Obwohl ich denke mal nicht gefroren ist jetzt, aber Pflanzen wollten wir sowieso nicht. Aber ich denke ja, dass irgendwann eine Karte kommt. Aber der Kollege bastelt gerade an Produktion. Vielleicht würde ich auch verwenden, wenn die Karte ist möglich. Schauen wir mal. Muss ja mal Zeit dafür sein, das ist auch noch entscheidend. Zeit und Lust, wie er geschrieben hat. Ich denke mal, die Zeit kann ich nicht beurteilen. Dabei gehen anders, ne? Einer ein bisschen mehr Zeit und einer wird weniger. Ich habe keine Pflichten, keine Verpflichtungen. Gebe meiner Arbeit nach. In der Freizeit entscheide ich alleine. Da haben wir einen. Haben wir einen vergessen. Also heute kann Tag Regen angesagt. Gut. Regen ist ein Problem. Problem ist der Schnee. Komm, ein LKW nicht rein. Mit schlecht jedenfalls. Muss den Traktor nehmen mit. Aber gut. Die Bäume werden ja auch mit der Regen stärker, oder kommt man nur so vor? Auch später weggefahren werden können.
Schauen wir, ob es reicht. Jupp, gereicht. Na, voll richtig. Ah, Glück gehabt. Ich dachte schon mal ein Häuschen, da wäre die Katastrophe. Denkt man, die Originalmaschine hat das sich besser steuern. Bin ja schon froh, dass das überhaupt funktioniert, ne? Ups. Ich denke mal, so ein Baumstamm wird eine schöne Beule geben. Ups, Entschuldigung. Oh, ich habe die Zeit gedrückt. Nun kann es sein, dass wir leicht überziehen. Mein Timer. Große Bäume wird ein schönes Geld bringen. Können wir was anlegen, anschaffen noch. Brauchen noch einen Mähdrescher. Aktuell habe ich zwei. Ich denke mal, zwei kommen noch dazu. Von dir. Habe ich da einen Plan? Dann müssen wir nicht heranfahren. Aber er holt die Saat in die Erde, ne? Da war ja die 3 Grad von gestern Bodentemperatur noch richtig kalt ging. Und heute wird er überhaupt nicht warm. Er rutscht der Baum drauf weg. Tja. Die Zeit ist nur reine Spekulation. Das ist ein Griff ins Dunkle, kann man sagen, in die Spekulation. Das Baumstamm. Wir wollen noch festfahren hier. Oh. Das ist 1, 2, 3. Ja, ne? Ich dachte erst, der Winter kommt später. Aber wenn wir Frühling gestartet sind. Aber. Irrtum. Spätwinter kommt auch noch im März, ne? Aber höheren Bergland ist durchaus realistisch, dass man da stehen fällt. Aber Mittelgebirge muss schon sehr hoch sein. Dann im östlichen Mittelgebirge, was Thüringen auch mit dazu zählt fast, Vogtland zum Beispiel, kann ja schon später recht kühl sein, ne? Und Schnee ist da nichts Außergewöhnliches. Zwar nicht für Dauerzustand, weil es dann normalerweise schon erwärmt wird. Aber der Regen ist gut. Oder die Feuchtigkeit, denn Dürre schön kann auch vorkommen. Und wer will das schon, ne? Sind ja unsere Ernte angewiesen.
Schiebt er dann weg. Und da haben wir noch zwei. Mal schauen, ob wir die Folge beendet kriegen. Ich denke mal, dass die Zeit jetzt passt. Wenn das zu kurz ist, würde ich es entschuldigen. Ist es zu lang? Ebenfalls. Wenn es extrem zu kurz ist, kann ich immer was anhängen zur Not. Und dann entsprechend ein Schneidprogramm zusammenfügen. Was im Grunde, wenn man selben Vater sitzt, gar nicht auffallen würde, denke ich mal. Das haben wir auch erledigt. Dann können wir beim nächsten Mal hoffentlich mal noch ein paar Bäume verkaufen. So. Dann seid mal Tschüss und Winke-Winke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Reinschauen. Natürlich hoffe ich auch, dass wir uns wiedersehen. Dann seid mal schauen, Winke-Winke. Ciao, ciao. Bis morgen. Oder bis nächstes Mal. Ne? Ciao. So, es geht weiter. Ein paar Minuten hinten noch ranzuhängen. Also 12 Minuten war mir doch zu kurz. Bei 50 ist er okay, aber 12 Minuten ist dann. Wir werden noch ein paar Bäume fällen. Weiterkommen, ne? Anvisieren, runter noch tiefer. Und doppeln so hoch. Ah, da macht nichts so viel. Verluste sind auch nicht. Was sagt einer Wetterbericht? Wir wollten nach Frost kriegen hier. So. Alt S. Wetterbericht. Heute. Heute ist 223. Heute Nacht wird schon ein bisschen wärmer. Ja, und dann wird es nachher. Ende wird immer Regen kommen wahrscheinlich. Oder kriegen wir Sturm. In der nächsten Folge praktisch. Ja. Normalerweise ist Sturm auch meistens mit Regen verbunden. Gut, das ist egal, macht ja nichts. Auch die können sich hier mal ehren, ne? Und hier sind 6 Tage. Schneesport an, Schneemodus an, Celsius. Wir werden noch ein paar Bäumchen fällen. Normalerweise ist gerade jetzt muss einfallen lassen, ne? Wenn wir auf 3 Tage runtergehen, damit es vorwärts geht, ist auch riesig geworden, ne? Das ist entsprechend. Um 3 Tage sind auszuschaffen, ne? Wisst ihr was? Dann stelle ich um auf 3 Tage. Und wenn das nicht gehen sollte, können wir immer noch umstellen. Dann weil dann hätten wir ja schon. Oh ja, Frühling, ja. Oder zählt es ab nächsten Jahr, das kann auch sein, aber oder ab nächsten Jahreszeit. Braucht man nicht, ne? Wettervorhersage, können wir auch mal kurz reinschauen.
Tja, wird früher warm, ne? Sommer. Heute 5, heute 12 Uhr 8 Grad, ja. 18 Uhr schon 7, ja, dann ist auch Schneeball wieder weg. Ja, müssen wir noch das System anpassen. Wenn alles klappt, habe ich mir vor einen Livestream gemacht von der Marsch. Ich habe mich für die Marsch entschieden. Weil die Karte ist schon season ready. Hoffe, das klappt. Und da werde ich auch auf 3 Tage gehen. Wir können ja später, wenn wir mehr Felder haben, auch entsprechend umstellen auf immer auf 6 Tage, ist kein Problem. Mal sehen, wie die Aussaat klappt. Wir haben ja 3 Maschinen oder 4. Das sollte eigentlich klappen. Das soll doch nicht klappen. Hauptsache geht nicht um Acker der Baum. Tja. Nee, ich will es nicht, ne? Bestimmt nicht über Nacht. Wieder dann entsprechend zügig vom Platten. Hatte ja früher auch mal auf LR17 mit Season gespielt. Und da waren es auch 3 Tage. Obwohl nicht so viele Funktionen waren wie in dieser Version. Aber uns gehören ja hier noch zu wenig Felder, um sagen zu können, dass es Stress bringen würde. Hat der Rechner zu tun, ne? 70 Grad für und da meldet er nur 60. Naja, gut. Sollte abkönnen. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Zweiter Abschied heute. Macht aber nichts. Aber in der Zeit mit der Uhr vergesse ich öfters. Werdet ihr schon gemerkt haben. Das wird sich auch nicht ändern, denke ich mal. Aber ich sag mal, Tschüss und linke Winkel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sage ich ciao, ciao. Und dann sehen wir uns halt in dem Fall in der morgigen Folge wieder. Tschüssi.